Willkommen zurück zu meinem Let's Play Bastion. Ich glaube, ich sage das jetzt immer so. Das hört sich halt viel epischer an. Ja, wir haben hier das letzte Mal aufgehört. Aber wir müssen das, glaube ich, noch einsetzen, so wie es aussieht. Was ist denn geblieben? Wir quatschen aber erstmal mit dem Fremden. Zerlumpte Haube. Oder war, haben wir das gemacht? Ich weiß es nicht. Fragt nach der zerlumpten Haube, die irgendeinem unglücklichen Gaskerl gehört hat. Warum überlaufen sie die Stadt und plündern ihre Überreste? Ihre? The windbags used to be all right. Then the calamity took the floor out from under them. Ah, okay, das haben wir doch schon. Wir konnten nämlich hier mit dem Typi. Ups. X ist nicht X. X ist Quadrat. Freut sich voll, voll niedlich. Hat er noch irgendwas? Nee. Können wir hier was einsetzen? Ja. Kid does it again. Only fair he decides what we build next. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das gemacht haben. Ich meine, das hätten wir alles schon gemacht. Ich weiß nicht mehr, was wir da als letztes hingebaut haben. Ob es eine Schmiede oder das Waffenlager war. Ich glaube, es war die Schmiede. A lot of things need fixing up in this world, and we can start right here. Können wir es benutzen? Ah, okay. Nee, können wir nicht benutzen. Ja gut, aber dann sind wir ja hier soweit fertig. Jetzt geht das Huhn da draußen schon wieder so ab. Genau. Da war einmal der Schmelztiegel und der Abendrotpfad. Dann nehmen wir erst den Schmelztiegel, weil der hört sich nicht so toll an. The melting pot. Place hoarded all sorts of fineries from beyond the boundless sea. Letztens, was ist das hier? Arbeiterviertel? Kaserne? Hafenbezirk, genau. Das war das irgendwie, was ich im Kopf hatte. Ja gut, aber dann machen wir mal hier beim Schmelztiegel. Beziehungsweise fangen wir mal an. Ich habe auch schon lange nicht mehr gespielt. Das ist jetzt schon fast wieder ein Monat her. In better days, the melting pot was sealed tighter than the skin on the squirt. Deswegen hoffe ich mal, dass ich das mit der Steuerung ganz gut hinkriege hier. Das habe ich gesucht. Of all the plans to survive the calamity, it had to be stab weeds. Kann man die kaputt machen? Ja, kann man. Weil die sind nämlich unschön, weil wenn wir dagegen laufen, machen die uns Schaden. Blasted things hurt like a broken heart. Alles kaputt machen. Achso, und ich habe, als ich die Videos durchgegangen bin, habe ich gesehen, dass der schon gesagt hat, wie dieser komische Hammer bzw. die Umgebung hier wie ausgesprochen wird. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie die heißt, genau. Deswegen kann ich das jetzt nicht genau sagen. Ausgebrochen wird, weil ich nicht weiß, wie das heißt. Was ist das? Das sieht sehr schön aus. Was ist das? Etwas Fieses. Immer die falsche Taste. Start. Nee, dann war das Select. Etwas Fieses. Ist das Aufwendige? Haben wir das auch schon? Weiß ich nicht, aber ich lese mal hier das Fiese vor. Ein Aufwertungsmaterial für den Reißer, für das Reißer-Repetiergewehr. Ein stacheliges Knochenbündel von einem verwesten Kriechtier. Der Stadt gelang es nie, sie unter Kontrolle zu bringen. Der Katastrophe gelang es.
das hatten wir, oder? Ein Andenken, ein verschmutztes Kleidungsstück, wie es die Gaskerle tragen. Gaskerle kümmerten sich früher um die Minen, aber jetzt jagen beunruhigende Mengen von ihnen den Überresten Selondias, so wird das, glaube ich, ausgesprochen. Selondia, glaube ich, ja. Aber nach was? Ein Aufwertungsmaterial für eine bestimmte Waffe. Also, denke ich, machen wir die Waffe noch nicht. Ein Kalenderuhrwerk zur Planung von Arbeit und Freizeit. Die Feder und Zahnräder könnten sinnvoller genutzt werden. Ja, und das andere haben wir ja alles. Ach, guck mal hier. Das lesen wir auch noch gerade. Waffenlager. Okay, Pläne für eine Einrichtung, in der Waffen und Geheimfertigkeiten aufbewahrt werden. Fehlt nur noch ein Platz, um sie zu bauen. The Kid hat nie unnötiges Gepäck mit sich rumgetragen, sondern alles, was er nicht brauchte, weggeschlossen. Leichtlingsmost. Das ist das, womit wir ausgerüstet sind. Okay. Gut. Dann müssen wir mal gucken, ob es hier noch... Was? Das ist aber schon ein bisschen... doof, weil... Das hört irgendwie... früher auf, als es gezeichnet ist. Ich hoffe mal, ihr wisst, was ich damit sagen will. Core stuck inside one of those fancy cages. Fancy cages. Ah, da oben ist der Kern. Ich meine, hier wird jetzt gleich irgendwas passieren. Also irgend so ein größerer Kampf. No breaking a cage like that, but the kid tries anyway. Gotta find a way to spring it open. Ja, auf geht's. Okay, da ist ein Schalter. Oh, das können wir auch noch kaputt machen. Machen wir das auch kaputt? Was ist da? Oh, ein Gesundheitsfläschchen. Ja, ich weiß, dass ich da hin muss, aber ich will hier erstmal alles beseitigen, was mir irgendwie im Weg stehen könnte gleich. Eine Tretmine. Some of the stuff lying around is downright dangerous. Können wir das angucken? Nee. Können wir die hier mit kaputt machen? Ja, aber das dauert ein bisschen länger, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die Tretmine nur gefunden haben, weil wir hier kaputt gemacht haben. Ob das da irgendwie versteckt war. So. Jetzt ist hier auch mal alles frei. Ich werde gleich die Sachen hier abgehen außenrum. Ob es da noch irgendwie weitergeht. Ich meine, hier sind ja schon so ein paar auffällige Sachen irgendwie, ne? Gut, dann. He throws a switch. Now what can possibly go wrong? Quite a bit, as it turns out. The cage starts lifting from the core ever so slow. All Kid can do. Shipments start falling in. Fuck! Not every squirt's born bad. Some spring to the kid's defense. Judging by the movement of the cage, it's gonna take a little while. Nah.
Aber warum ist der lieb? Das verstehe ich jetzt nicht. Scumbags don't take kindly to interlopers. Oha! Even some gas fellas take his corner. Birdie Poplar, Nino Horman. Ich habe jetzt noch nicht so ganz verstanden, warum manche jetzt gut sind. Also warum manche mit mir kämpfen und manche nicht. At this rate, maybe 5 more minutes. Maybe 30. Hard to tell. Squirts get real territorial around the core. Yeah, yeah, yeah. Then a shipment of free samples shows up. Wow! Also jetzt kommen die ganze Kacke hier wieder, oder was? Hilfe! Hilfe! Wow! Wow, ey, wie die Kacke hier rumliegt, ne? Okay, so funktioniert mein Schild. Was ist das? Also die Würze, okay. Liebe Musik. Es ist gerade sehr schlecht, was ich hier gerade tun habe. Wow, fuck. 7, give or take a few seconds. Finally, the core's within reach. Okay, der Dings ist da. And done. He's got it. Just gotta get to the nearest barge. Hört mal, das hört jetzt auf, dass sie spawnen. Glaube ich nicht sehr. Ich glaube, das ist sehr schlecht, was ich hier gerade tue, aber. Das ist schon mal gut. Das wollte ich gar nicht mitnehmen. So. Wow. Okay, hier ist nix. Ain't no easy way out of this mess. Ein Äpfelchen. Da ist nix. Ich bin zu voreilig. Okay, aber das scheint sie alles gewesen zu sein. Gehen wir mal hier auf Schiffchen. Wow! Das ging schnell. Okay, das war mal ein kurzes Level. I still remember the look on his face after that one. Bringen wir mal. Nee, wir gucken uns jetzt erstmal an hier. Alte Gewürze. Ein Andenken. Ein verschlossenes Glas mit exotischen Zutaten aus fernen Landen. In Salonias Häfen wimmelte es stets von Handelsschiffen, die ihre Ware anpriesen. Ist das alles, was davon übrig ist?